Eins gegen eins und der Junge kassiert. Drogen, Handel oder Prostitution. Handgranate scharf, Explosion. Uzi geladen, Halbautomatik. Drive-by, Klarheit, Gefahr für die Menschheit. Habe das Cash, verticke mein Crack. Schlock's an und mach das Cappy zurecht. Ich bin Michael Weingärtner, ich bin 19 Jahre alt. Meine Hobbys sind Rap-Musik machen und Beats herstellen. Ich habe mal ziemlichen Mist gebaut, deswegen habe ich auch eine Bewährungsstrafe. Auch Raubüberfälle gehören zu unserem Alltag. Knarre in der Tasche, Walter P, Knickklack. Man nennt mich Medi, a.k.a. Cobra. Bester Shit, Import, Export durch Europa. Da wo ich herkomme, leben kann, gibt's Psychopathen, die auf alles scheißen und sind stolz auf ihre Taten. Also das Ganze fing an, da wurde ich 14. Und da bin ich halt gleich mit den falschen Leuten halt rumgerannt. Und so ab da fing es an, gewalttätig zu werden, aggressiv. Und hab geraucht, getrunken und Blödsinn halt gemacht, Leute geschlagen. Dann fing es halt an mit Diebstahl, Messer in der Tasche und Leute bedroht. Und irgendwann war es halt irgendwie wie ein Teufelskreis und ich bin halt nicht mehr von allein rausgekommen. Also da hat schon ein kleiner Tritt gefehlt und den Tritt gab es dann auch, als die anderen halt alle ins Gefängnis gewandert sind und ich die Bewährungsstrafe gekriegt habe. Und zurzeit stehe ich unter der ehrenamtlichen Arbeit von Frau Gantras, meiner Bewährungshelferin. Das sind dann auch also Bewerbungen C&A, EDK in Singen, zum Verkäufer bei Pennymarkt, Nettomarkt, war das vom Wohlfahrtswerk. Oh, ich wollte Sie auch noch fragen, ist der Mitverurteilte, der jetzt einsaß, nochmal irgendwie in Erscheinung getreten? Dass ja, also der verkackt sich schon wieder derb. Echt? Ja. War der schon wieder? Ja, der hängt wieder mit denen von damals rum. Die, wo ich dann auch ab und zu sehe und sage Hallo und Tschüss. Ja. Da habe ich ihm auch gesagt, ich so, wir haben damals nicht auf unsere Eltern gehört oder generell auf Leute, die gesagt haben, hört auf mit dem Scheiß. Ja. Und dann haben wir die Quittung dafür gekriegt, du saßt dafür 3 Jahre und 4 Monate, ich habe die Bewährung gekriegt und jetzt hör wenigstens auf mich und lass den Scheiß. Aber macht er trotzdem. Und Sie haben aber keinen Kontakt? Also er probiert es jetzt auch nicht, dass er Sie anruft oder irgendwie? Nee, das ist nicht, wenn ich den sehe, dann, wenn wir ihn sehen, weil ich bin ja nie alleine unterwegs, ja. Dann sagt er Hallo und dann reden wir kurz 5-6 Minuten so ein bisschen über alte Zeiten, lachen ein bisschen und dann geht der wieder seinen Weg und nicht meinen Weg und das war's dann auch. Gut. Kaufmann im Einzelhandel, also das ist dann etwas gehobener wie Verkäufer. Oh ja. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, oder? Ja. Sie haben ja das leider schon erlebt, dass halt oft Absagen kommen. Aber ich würde jetzt nicht Bewerbungen wirklich so in dem Dings abschicken, dass es Ihnen völlig wurscht ist. Ja. Weil Sie wollen ja eine Ausbildung. Also ich denke eher, dass es schon am Schulzeugnis liegt. Aber das ist halt von der Menschheit immer das Problem, dass die sehen, ah, der ist schlecht in Mathe und da hat er eine 5 und da eine 4. Aber den Menschen eigentlich gar nicht kennen und wissen gar nicht, wie der wirklich ist. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass er schlecht in dem Fach war, sondern da einfach zu der Zeit Blödsinn gemacht hat und fast nichts davon mitgekriegt hat. Und dann können sie auch nicht den gleich abstempeln und sagen, ja, der hat eine 4 in Mathe, den braucht man nicht. Oh, jetzt sehe ich hier, ist jetzt Russisch erforderlich, aber jetzt. Schauen Sie einfach, gehen Sie mal vorbei und nehmen schon eine Bewerbung mit. Dann. Okay? Oder ich lerne schnell Russisch. Oder so. Also das ist teilweise eben auch bei Spaziergängen vor einem Termin, wo ich mir dann nochmal überlege, okay, was ist mir jetzt wichtig zu fragen oder wie bin ich gerade selber drauf. Und in der Freizeit mache ich mir schon auch teilweise Skizzen oder einfach ein Ablaufschema, was ich an dem Termin mit dem Klienten klären will. Ich habe teilweise auch mal bei der Arbeitsagentur schon Jobangebote mal vorüberflogen, damit ich wusste, okay, da ist dann auch wirklich was da, wo der sich bewerben kann. Und wir schauen nicht rein und da ist keine Stelle, um einfach so ein bisschen deprimierenden Momenten auch vorzubeugen. So. Okay.
dass die Lena das macht. Wobei, man macht sich natürlich auch manchmal Gedanken, mit was für Menschen sie zu tun hat. Gerade in der Zeit, wo sie jetzt schwanger ist, macht man sich da auch seine Gedanken und hat auch manchmal ein wenig Angst um sie. Aber es ist ja schon so, erstens können wir als Ehrenamtliche eben auch sagen, wir machen Fälle nicht. Also wir kriegen das immer frei vorgestellt im Team. Und zweitens kriegen wir auch keine Schwerstgewaltverbrecher oder Sexualstraftäter oder sonst was. Das ist eh total tabu für Ehrenamtliche. Ja. Und das war eher so in meinem Freundeskreis mal die Frage, wieso das jeder machen kann. Weil, also jeder ist ja auch übertrieben, wir machen ja die Schulung und es gibt auch so eine Art Vorstellungsgespräch am Anfang. Das ist auch einstündig, also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein Passfoto abgibt und dann kann man das machen. Man wird ja auch eng begleitet. Und so finde ich es halt schön, dass es nicht eben Professionelle in der Hinsicht sind, die sich dann um die schlimmen Kriminellen kümmern, sondern dass man echt innerhalb der Gesellschaft sich die Hand reichen kann. Deswegen finde ich es auch schön, Ehrenamt zu machen in dem Bereich. Minutes Art. Eine Gruppe von Künstlern. Eine Ausstellung für nur 360 Minuten. Eine Digitaluhr zeigt die verbleibende Zeit. Das Dokumentieren der Ausstellung ist nicht gestattet. Die Kunstwerke existieren nur für die Menschen, die zu dieser Zeit an diesem Ort sind. Ist die Uhr bei Null angelangt, werden alle Kunstwerke, die nicht verkauft wurden, verbrannt. Die Frage kommt für mich oft, wie wir uns fühlen werden, wenn wir das verbrennen. Das kann ich natürlich jetzt noch gar nicht sagen, aber das ist ja ein Prozess. Wir hatten ja ein halbes Jahr Zeit, uns zu verabschieden von unseren Arbeiten. Und wenn wir es mit dieser Aktion schaffen, das Werk für nur 6 Stunden intensiv wahrgenommen wird von den Besuchern, dann haben wir doch mehr erreicht, als wenn das 2 Jahre um die Welt von Wechselausstellung zu Wechselausstellung gelaufen wäre. Da werden die Kunstwerke brennen. In den Dingern. Hier wurden die Leute untergebracht, bevor sie in den Gerichtssaal geführt wurden. Und wahrscheinlich auch so genau in den Stundenzeitraum, den wir uns jetzt auch ausgedacht haben mit den 6 Stunden. Also so 4 bis 6 Stunden Wartezeit in den Zellen? Ja, kann sein. Passt ja. Und das sind die ganzen Verewigungen hier oben. Das ist alles mit Feuerzeug. Hier, ja, das Feuerzeug. 2002 ist das älteste, oder? 2002 war das Gericht hier noch in Betrieb. Ja, das ist es. Wahnsinn. Ich stehe da, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob nach 1,5 Stunden, ob eine Bild von mir verkauft wird oder nicht. Ich finde es, das für mich bereichernd. Jeder kennt es, viele Kunstwerke kannst du dir nicht im Buch anschauen, nicht im Internet, weil du brauchst die Haptik, du brauchst die Größe, du brauchst die Wirkung in echt. Und wie schaffen wir es halt, die Leute dorthin zu bewegen, dass sie sich die Sachen in live anschauen? Und einer der Argumente ist halt, dass ich nur dann eine Möglichkeit habe, die Werke mir anzuschauen, wenn ich innerhalb dieser 6 Stunden wirklich vor Ort bin. Ansonsten würde ich was verpassen. Und wer will denn in unserer heutigen Zeit noch was verpassen? Darauf ist ja alles ausgelegt. Ja, nichts verpassen wollen. Wir schlagen quasi die Besucher mit ihren eigenen Waffen. Ich finde das geil. Müssen die Leute endlich mal raus, vom Rechner weg, in die Realität zurück.
Das ist durch die Bank alles dabei, zwischen 650 bis 5000 Euro ist alles vertreten. Wir reihen uns so in dem unteren Segment, so um die 1000 Euro pro Werk. In dem Bereich reihen wir uns ein. Dann los! Stellt euch zu euren Bildern und verkauft sie. Wir brauchen Geld. Werdet reich, Kinder. Ja, wir sind natürlich schon 10 Minuten zu spät. Und gerade bei einer Sache, wo es eigentlich um Pünktlichkeit und Zeit geht, ist es natürlich komplett fail. Aber das war wohl zu erwarten. 12 Minuten. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Bielefeld verkauft. Und wir haben noch 1,5 Stunden. Ich weiß es nicht, wie es mir dabei gehen wird. Weil der Moment ist noch nicht gekommen. Wir sind noch im Jetzt. Klar habe ich meine Kunstwerke verkauft, trotzdem ist das Gefühl so mittel, ja. Meine Werke sind alle ins Feuer gegangen, aber das ist auch ein Gefühl von Reinigung. Das ist, wenn die Leute wollen, da, das ist Kunstwerke nehmen, egal. Auf Volume 2. Auf Volume 2, oder? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Fahrschule, weil ich ja gerade meinen Führerschein mache. Und jetzt habe ich gleich Theorie. Ja, es gibt halt ein Problem, weil ich ja eine Vorstrafe habe wegen der Körperverletzung vom Landratsamt. Es wird gerade noch überprüft, ob ich den Führerschein weiterhin machen darf. Ich muss eventuell MPU machen. Und ja, jetzt halt mal abwarten und schauen, was passiert. Hat sie sich noch nicht gemeldet? Weil die hatte im Januar Geburtstermin, also die hat schon schwanger angefragt. Ich arbeite beim Tagesmütterverein im Landkreis Konstanz und da geht es viel um die Begleitung von Tagesmüttern und die Betreuung von den Tagespflegeverhältnissen. Gerade wenn es Probleme zwischen Eltern und Tagesmüttern gibt, sind wir ja so auch Moderatorinnen, sage ich mal. Und in der Bewährungshilfe gibt es natürlich auch teilweise Gesprächssituationen, wo es dann eben mal hakt. Heißt für mich eben, dass ich wirklich mit einem Menschen ein Stück weit durchs Leben gehe und den dann auch wieder gut allein weitergehen lassen kann. Und das kann ich eben bei der Bewährungshilfe. Schön. Also da muss ich sagen, als Ehrenamtliche hat man halt auch viele Freiheiten. Und ich kann halt wirklich enge Beziehungsarbeit da machen. Oder die Spieler, da wo ich herkomme, leben kranke Psychopathen, die auf alles scheißen und sind stolz auf ihre Taten. Denn da wo ich wohne, ist jeder zweite ein Dealer. Es gibt hier Gangs, Waffenhändler oder die Spieler. Los, ich und mein Partner kommen grad rein, Straßengeld los. Scheiß auf jeden, der mich unter 10 Milliarden Hose. Junkies bleiben Junkies und Dreck gehabt. Ja, das haben wir selber aufgebaut. Also keiner hat hier mitgeholfen, bin ich ganz ehrlich, außer er und ich. Und das ist jetzt das, was wir halt geschaffen haben. Es lenkt mich dann auch schon ab von meiner Bewährung und so. Und weiß ich, hier bin ich sicher, hier mache ich keinen Blödsinn, hier schreibe ich was Sinnvolles. Nimm's auf, zieh's mir auf mein Handy und hör's mir an und stell's ins Internet.
demjenigen, dem es gefällt, der soll sich's anhören. Dem, den es nicht gefällt, ist mir eigentlich auch egal. Hier standen ein paar Leute. Okay, dann gehe ich jetzt mal ran. Sie gibt mir Sicherheit auf jeden Fall. Zum Beispiel das, was ich erlebe in meinem Alltag, das schreibe ich aufs Papier. Und mache daraus halt ein Lied. Also ich bin bereit. Also wenn ich das Lied gemacht habe, schreibe ich lieber das, was ich machen würde, aufs Papier, bevor ich es wirklich mache. So geht es mir dann auch schnell aus dem Kopf und ich hab damit Ruhe. Denn das ist unser Hustler. Wir hassen für Respekt, Cash und die Realität. Denn wir rappen für groß und klein, damit das auch jeder versteht. Wir machen unser Ding und gehen unseren Weg. Das ist der Lifestyle, den wir pflegen, weil wir zwei wissen, wie es geht. Das ist mein Rap, das ist meine Karriere. Denn im Rap geht es mir um Loyalität und die Ehre. Und wieder heißt es Knast, weil ich ein Attentat begehe. Denn ich hustle bis zum Tod, bis ich sterbe und dann gehe. Denn ich und mein Partner, wir glauben an Gott. Ihm schenken wir Vertrauen und der Rest ist nur Schrott. Jetzt bist du gefickt und du gehst ins Bankrott. Und kaum hast du dich umgedreht, wurdest du abgezockt. Denn unser Rap hat dich grad ausgenockt. Denn wir lassen die Straßen brennen, egal wer draußen hockt. Denn wir sind geil und ihr werdet gefickt. Also gebt euch den Streetrap, denn das ist der Hustler-Shit. Hustler-Shit in Früher hab ich halt nur, sagen wir, Gangstermusik gemacht. Hab halt das gesagt, ich stech dich ab und dies und jenes. Früher war ein Fick dich drin, heute ist es ein loyal sein. Also gebt euch die Scheiße, denn das ist unser Hustler-Shit. Hustler-Shit in unserer Stadt. Da lebe ich schon noch in dem Hotel Mama, da gibt's Essen, kann man duschen, kann man heimkommen. Was findest du an Michael besonders gut? Dass er meistens durchhält. Wenn er was will, dann macht er das auch. Wenn ich jetzt jemanden triff, mit dem ich mal früher Blödsinn halt gemacht habe, und sie sagt dann halt zum Beispiel, und sie ist dabei, nee, mach's nicht und so, dann ist schon so eine, quasi wie mein Gewissen, das sagt, geh lieber mit ihr und lass den da stehen. Und dann, also ist dann schon eine große Hilfe. Also eigentlich holen wir immer meine Nichte ab, von meiner Schwester das kleine Baby, und dann verbringen wir eigentlich den kompletten Tag mit dem Kind in der Stadt. Und dann machen wir mit dem halt was, gehen ins Kino oder gehen Eis essen. Wenn man mich halt kennt, dann weiß man schon, dass ich ein korrekter Typ bin. Aber wenn man mich nicht kennt, dann denkt man nur, hey, der hat bestimmt ein Messer dabei, der sticht zu, das ist dem wurscht oder sonst irgendwas. Deswegen hat meine Art denen nicht gepasst und so, wie sie mich da behandelt haben, so als Krimineller oder so. Ich habe halt mal Scheiße gebaut. Ich kann es nicht ändern. Wie ist für dich jetzt, wenn Michael einen Song für dich schreibt? Ja, es schreib ist schon mal. Schön, aber... Aber? Also da kommt schon vieles rein, was wir auch selbst miteinander auch erlebt haben. Mit diesem Track und dieser Melodie zeige ich ganz Deutschland, dass ich dich unglaublich lieb. Ich lass dich nicht mehr los, da kannst du dir sicher sein. Dieser Track ist nur für dich, direkt in dein Herz hinein. Also komm, setz dich zu mir, ich hab dir jetzt etwas zu sagen, was uns keinen interessiert. Deine SMS, ja, wir werden uns wiedersehen. Und seit dem Bild, dann hab ich mir aufgehört. Ja, also das ist jetzt schon eigentlich ein Favorit davon. Ein Mensch wie sie, den findet man nicht oft. Und ich wäre mir auch zu 100% sicher, wenn ich sie auch auf irgendeine Weise irgendwie verlieren würde, so, dann wüsste ich, dass ich wieder direkt auf die schiefe Bahn kommen würde, auf jeden Fall. Ich habe das freiwillige soziale Jahr gemacht. Ich habe also als erstes ein zweitägiges Praktikum dort gemacht, habe dann mich beworben beim Wohlfahrtswerk. Dann habe ich die Zusage gekriegt. Das war das Zwischenzeugnis von der Arbeit, wo ich jetzt habe, also nur Einsen und Zweier. Da steht's ja, trotz vielfältigen körperlichen Beschwerden nutzt Michael dieses Jahr für sich und seine Entwicklung. Wenn Michael da ist, ist er präsent und für die Schüler ein offener, freundlicher Begleiter und uns Lehrern ein guter Helfer. Da steht's ja auch, Einsatzort im Heimbereich und verschiedene Gruppenbegleitungen der Schüler in der Klasse, Mithilfe in der Klasse, Betreuung eines autistischen Mädchen, also die Alice da, ja. Schulische Einzelarbeit, Übernahme von Einzelbetreuung anderer Schüler, also ich mache da echt viel, als würde ich da schon eigentlich mitarbeiten. Ja, ja, und wie gesagt, also es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass ein 17-, 18-, 19-Jähriger mit einem autistischen Mädchen zurechtkommt. Ich denke, das Abschlusszeugnis wird dann auch drin stehen wegen meiner Rap-PPU, das kriege ich jetzt auch demnächst. Diese AG ist das, gell? Ja.
schlimmer als bei allen Frauen hier. Dass man immer Mädels nachsagt, dass die so viele Schuhe haben. Also ich habe alleine nur die Laufschuhe sind halt schon irgendwie 14 Paar. Also jetzt außer hier der mittlere Teil oben alle die. Und hier unten die. Hier sind noch 3-4 Paar Spikes, 2 Paar Wettkampfschuhe und halt so meine ganzen normalen Laufschuhe so zum Training. Weil ich halt tagsüber halt einfach so viel sitze und dann gerade so der Rücken und ja vor allen Dingen auch hier so der Hüftbeuge halt einfach den ganzen Tag nichts machen. Da muss man das halt vorm Laufen nochmal die Muskeln so mobilisieren, dass die danach auch richtig arbeiten beim Laufen. Wenn man das mal macht, dann fühlt man sich schon einfach ganz anders, weil man merkt irgendwie, der Körper ist einfach ja, bereit und die Muskeln sind bereit, um jetzt irgendwie Sport zu machen. Also ich laufe von den 1500 Metern aktuell alles bis zum Halbmarathon. Meine Hauptstrecken sind gerade 5000 Meter und 10.000 Meter. Ja, ich laufe jeden Tag zweimal außer sonntags, weil sonntags laufe ich dann Langlauf. Im Winter zwischen 30 und 40 Kilometer. Also so im Jahresschnitt komme ich schon auf so 140 bis 150 Kilometer pro Woche. Man steigert sich da rein und man will dann, wenn einem das Spaß macht, immer mehr und immer mehr und immer weiter und immer schneller. Und also mit Sicherheit ist das genauso eine Droge, wie wenn man halt Alkohol trinkt oder so, dass man dann irgendwann gar nicht mehr anders kann so richtig. Es gibt fast nichts in meinem Tagesablauf, was nicht vom Laufen beeinflusst wird, jetzt direkt oder indirekt. Vom Schlaf angefangen, übers Essen, über meine Gestaltung der Arbeit, Mittagsschläfchen. Ja, irgendwo denkst du halt schon immer wieder, wie das auch die Leistung halt beeinflussen kann. Ne? Es ist ja auch viel mehr als ein Sport. Ne? Zum Beispiel ein Fußballer, klar, der geht dann auch viel trainieren und so. Aber die können sicherlich auch mal ein Bier trinken gehen und können auch mal vielleicht auch mal abends ein bisschen feiern gehen. Aber bei uns ist es halt so, am nächsten Morgen dann stehen halt wieder die 10, 15 Kilometer auf dem Plan und abends dann nochmal wahrscheinlich mehr. Und wenn du dann nachts nicht geschlafen hast und bis zum 3 oder 4 im Club warst, dann schaffst du das nicht, dann wirst du dein Training nicht packen. Und schmeckt's? Ja. Oder treib's rein. Viele, die beschweren sich auch, dass man mit der Leichtathletik wenig Geld verdient oder dass man wenig in der Öffentlichkeit steht, aber ich mache das für mich selbst, weil ich schauen will, wie weit ich kommen kann, was ich noch erreichen kann, wie weit ich mich quälen kann und wie weit meine Disziplin reicht, um immer neue Sachen zu erreichen. Und deswegen ist es für mich gar nicht so relevant, dass man jetzt damit nicht die große Kohle verdient. Ja, man wird am Ende des Tages schon immer sehr, sehr stark danach gemessen, was man bei den deutschen Meisterschaften dann erreicht hat. Also für alle, die sich nicht für Europameisterschaften qualifizieren, ist das ja, ist das Nonplusultra unter den Wettkämpfen. Ja, da zählt es wirklich und da will man eigentlich auch seine beste Leistung dann abrufen. Ja, jetzt also. Jetzt muss ich aber eine Medaille holen, gell? Wir müssen schon die Schweiz bringen, oder? Ja, ja. Ja, ich werde es versuchen. Der Bauch krummelt ganz gut, aber ja, ich freue mich auf ein geiles Rennen. Also, es wird heute, glaube ich, sehr, sehr hochklassig werden mit den anderen Jungs. Ja, ich will schon Dritter werden. Ist halt wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Du hast dann Adrenalin-Push vorher schon und dann, wenn der Startschuss selber fällt, während dem Rennen und danach, das ist halt so viele Emotionen, die da innerhalb von 20 Minuten ablaufen, die man das sonst in seinem Alltag nicht so hat. Und das ist halt natürlich auch mega geil einfach. Also das ist schon eine Sache, wo man einfach merkt, hey, man lebt. Also für mich geht es vor allen Dingen immer darum, Grenzen zu verschieben und ja, neue Sachen zu erreichen, die man so nicht für sich selbst für möglich hält. Und als nächstes, denke ich mal, warten jetzt schon noch die längeren Strecken. Also Halbmarathon, Marathon, das ist einfach nochmal eine größere Herausforderung. Und auf jeden Fall will ich mal für Deutschland laufen. Vierter, Glückwunsch! Ja.
Der Grund, weswegen ich den Führerschein nicht machen darf, sind die Körperverletzungen. Und der ganze Hintergrund im Prinzip eigentlich, was in der Strafakte steht. Weil die lesen das und dann sagen die, ja, okay, der ist für den Verkehr, lassen wir den nicht zu. Wenn der da schon aggressiv ist, ist der auch im Verkehr aggressiv. Es kommt ja auf die Person drauf an und nicht auf den Hintergrund. Es wäre viel besser gewesen, wenn sie gesagt haben, okay, mach einen Aggressionstest oder Training und so, leg uns das vor, dass du nicht mehr aggressiv bist und so, und dann können wir über einen Führerschein reden, aber nicht mal die Chance habe ich bekommen. In einer Sekunde zu einem Stricher. Also nehme ich dich einfach wieder mit. Junge, ich bin aus Konstanz. Singen wird gepickt. Flo war brutal. Du bist auch gut drauf abgegangen, aber die Punchlines waren von ihm einfach krasser. Du hast auch gemerkt, die Menge hat es gefeiert. Waren auch die Reime waren besser gesetzt. Bessere Ketten hatten mir besser gefallen. So, aber krasse Verbesserung zum letzten Mal auf jeden Fall und war super von beiden, aber von mir auch Kontakt. Das ist ein Rap-Battle, also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Ich finde es auch nicht traurig, dass ich rausgeflogen bin, also macht mir nichts aus, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es nur cool, dass ich dabei war und dass diesmal neue Gegner dabei waren. Und den ich hatte, der war halt echt schon saumäßig gut. Hauptsache ich war dabei, die Leute haben mein Können gesehen. Ich habe Applaus gekriegt, das reicht noch. Es war schon eine coole Zeit, sag ich jetzt mal. Aber dann, wenn man älter wird und weiß, ja, haarscharf bin ich dran vorbeigekommen, um ein paar Jährchen zu sitzen, dann war das eigentlich schon Glück. Also am Anfang waren es wirklich Termine, Hauptsache er kommt, was auch nicht immer klar war. Aber ja, da waren wir teilweise echt nach einer Viertelstunde wieder fertig. Und da finde ich es auch wichtig, dass man den Leuten Zeit gibt. Weil es ist ja klar, dass wenn jemand Bewährung hat, nicht unbedingt mit stolz geschwellter Brust hier ankommt. Und dass er auch mich erstmal kennenlernen muss. Aber ich glaube, das haben sie auch gemerkt, dass man mit mir reden kann und nicht. Ja, also auf jeden Fall. Ich musste ja auch erst Vertrauen aufbauen, weil, ja, keine Ahnung, so die ganzen Leute, die man so halt in der Welt getroffen hat und so, das war halt immer so, soll ich dem vertrauen, soll ich nicht. Und dann zieht man sich in seine eigene Welt zurück und denkt sich halt, ich mache das, was ich für richtig halte. Und so war ich ja auch am Anfang, Sie wissen ja selber, wie ich da gesessen bin. Ja. Und ja. Da weiß ich auch noch, eine Szene war, da habe ich den Herrn Weingartner angerufen, er hat zu mir gesagt, er hilft seinem Bruder beim Malen, also beim Streichen. Dann habe ich schon gedacht, ja, ja, klar. Und dann kam er wirklich 5 Minuten später angerast mit hochrotem Kopf und Malerklamotten. Und das sind so Momente, wo man dann schon auch denkt, okay, also er nimmt es schon sehr ernst. Früher war mir das nie klar, wenn man sich ein Ziel setzt, dass man es dann auch schaffen kann. Da dachte ich, ich kann mir so viele Ziele setzen, wie ich will, ich schaff's trotzdem nicht. Und dann war es mir im Prinzip auch egal. Aber jetzt, wenn ich so heute sehe, was ich so von Anfang bis jetzt eigentlich alles erreicht habe und geschafft habe, da mache ich mir jetzt in Zukunft eigentlich auch keine Sorgen. Ziel war ja auf jeden Fall keine Rückfälligkeit in die Straffälligkeit. Und da sehe ich Sie völlig raus, von meiner Einschätzung her. Also ich sehe es eigentlich gar nicht mehr als Bewährungshilfe an, sondern eher als eine neue Freundschaft, sage ich jetzt, mit der Frau Gantras. Ich konnte ihr alles erzählen und sie war eigentlich da für mich. Sie war nicht so wie andere, wo gesagt haben, ja, wenn du halt Blödsinn machst, dann sitzt halt ins Gefängnis, ist mir egal, ist nur mein Job, ich verdiene so mein Geld. Aber sie hat mir auch viel geholfen. Und dann ging's ja aber super mit diesem Be-Free. Ja, also in mir drin ändert sich schon was, weil dann kann ich quasi auf mich stolz sein. Okay, eine Bewährungsstrafe ist jetzt zwar nichts, auf was man stolz sein kann, aber selber den Stolz für mich jetzt zu haben, wenn ich sage, ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft. Ich habe die Bewährung hinter mich gebracht und zwar positiv und habe keinen Blödsinn dazu gemacht und ich habe es einfach geschafft, kann ich nur sagen. Wir sind wirklich groß geworden, das sind wir nicht umlegen. Jeder sei wahr,
Die Brücke, in der Jahr erschienen, hat voll so viel zu spüren.